Ein schönes nordisches Moin Moin und willkommen zurück. Ich habe noch mal eine Nacht drüber geschlafen und hoffentlich ist mir dabei die passende Inspiration gekommen. Denn streng genommen, da die ganzen Gewölbe miteinander verbunden sind, ist auch dieses Tor hier zu meiner Linken Teil des Kirchengewölbes. Allerdings hatte ich dazu halt den Durchbruch freigelegt. Und deswegen war ich mir nicht sicher. So. Ja, du brauchst einen Schlüssel. Nein, und er ist eindeutig zum Arbeitszimmer. Ich kann ihn nicht benutzen, ich könnte ihn zerstören. Nein, kann ich auch nicht. Okay. Verdammt! Gut. Auf der guten Seite, ich war gar nicht so dumm, wie ich dachte. Aber auf der anderen Seite bin ich trotzdem ein klein wenig beschämt und enttäuscht. Ich werde doch wohl in mein Arbeitszimmer finden. Das Arbeitszimmer in der Kirche. Und die Kirche hat hier auch nur einen Eingang, wie ich bereits herausfand. Und hier einen Weg nach unten. Und hier sind keine Wege. Und hier kann ich nur Kirchenbänke bauen. Also ich kann auch nicht irgendwelche neuen Gänge freilegen. Und jetzt stehe ich wieder hier unten, wo ich mich bereits 15 Mal umgesehen habe. Und wenn nun dieser Durchbruch vielleicht auch einen Weg verschüttet hat? Das glaube ich nicht. Gary, tu doch mal deinem Nachfolger, mir, einen Gefallen und verrate mir, wo dein Arbeitszimmer ist. Auf jeden Fall ist der Friedhof schön. Das sagt mir schon mal sehr zu. Gut. Wofür kann ich denn mein ganzes erarbeitetes Wissen oder meinen ganzen erarbeiteten Tatendrang nutzen? Trost des Glaubens für mehr Kirchenbänke. Oh, Licht des Glaubens für Kerzen. Ist auch sehr schön. Und das Geschäft mit dem Glauben. Flugblätter. Ein Gebet nach Reichtum. Allerdings brauche ich dafür noch wesentlich mehr Glaubenspunkte oder eine besser ausgestattete Kirche. Preis des Glaubens. Ja, Kommerzialisierung göttlichen Beistandes, das kann ich auf jeden Fall auch gutheißen. So, steinerne Grabumrandung, definitiv brauche ich das noch nicht. Oh, Rasen. Oh, das wird richtig schön noch. Schreiben. Journalist. Oh, jawohl, du bemerkst viele kleine Dinge bei anderen Leuten. Das, da ich bin die geborene Neugier. Das möchte ich unbedingt haben. Und dann können wir Geschichten kombinieren. Großartig. Ich garantiere nicht, dass diese Geschichten richtig kombiniert sind. Ich garantiere nur, ich werde kombinieren. Und was haben wir hier? Schweinslederhaut. Okay, gut, ich meine, können wir auf jeden Fall mitnehmen. Schreiben, vielleicht noch nicht. Schreibutensilien. Geschichte erfinden. Oh, wie cool. Dann werde ich Wagner ja vielleicht noch ein bisschen Konkurrenz machen. Ich meine, ich kenne die Nibelungensage von Wagner. Ich glaube, das ist richtig, oder? Da kann dieser Wagner bestimmt nicht mithalten. Obwohl, kennen ist jetzt vielleicht auch zu viel gesagt, aber ich weiß, dass es sie gibt und so, Kisten. Ja, ach, ich meine, da habe ich auch genügend von. Gärtnerei. Und ansonsten war ja der Plan hier mit den Insekten. Dafür brauche ich mehr Grün. Und Grün, ich glaube, dafür musste ich mich tatsächlich noch ein bisschen mehr mit dem Beet befassen. Dann werde ich das auch gleich tun. Also Landwirtschaft, da ist auf jeden Fall. Oh, und hier können wir unsere Werkzeuge herstellen. Traumhaft. Nehmen wir mit. Fortgeschrittenes Schmieden.
Komplexe Eisenstücke habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo für gesehen. Geborener Schmied. Du arbeitest gerne mit glühend heißem Eisen. Hämmern entspannt dich. Und wenn die Arbeit getan ist, findest du trotzdem immer noch irgendwie Zeit, um Nägel zu machen. Sind wir dann ein wenig sparsamer, wenn wir schmieden? So, mit Holz kennen wir uns doch gut aus. Bergbau. Ich bin ein klein wenig heiser, merke ich gerade. Die ganze Luftfeuchtigkeit, die hier durch meine Hütte zieht, muss erst einmal rausgeredet werden hier. Beziehungsweise ich muss mich erstmal ein bisschen bewegen, dann geht das auch weg. So. Das sind Kochrezepte, die kann ich wohl eher finden. Sanfter Metzger ist auf jeden Fall noch interessant. Chirurgie. Die Toten werden dich nicht verklagen, aber du musst trotzdem vorsichtig sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Entfernen von wichtigen Teilen einen Fehler machst, ist ebenfalls und nochmal ein wenig geringer. Okay, vom Metzger zum Chirurgen ist es ein weiter Schritt. So. Gut, ich kenne mir das hier. Ja, nein, ich denke, ich spare die blauen Punkte nochmal für das Mottensammeln. Und dafür heißt es dann ab in den Garten. Ich würde auch echt wirklich gerne noch mal fischen. Das Angebot hat mir gut gefallen. Ich kann beim Fischen auch wunderbar seine Gedanken ziehen lassen. Gut, ich werde mir dann ohnehin jetzt Samen beschaffen. Hier, das kann ich noch mal zu Ende machen. Unfertige Arbeit, es ist... ist so eine Sache, das kann... Ich weiß nicht so wirklich, ob es mich stört. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier in Hast bin oder so. Aber trotzdem, Sachen, die liegen geblieben sind, kann man auf jeden Fall auch mal angehen. Eine neue Truhe würde auch nicht schaden. So, Eisenbarren habe ich hier auch noch nicht eingelagert. Ich habe hier noch ein bisschen Eisenerz. Und dafür wollte ich auch die Schmiede nochmal anfeuern, genau. Mal 60. Gut, dann feuern wir die Schmiede an, laden das Eisen rein, marschieren vielleicht mal durch den Geheimgang in die Stadt. Ich meine, wenn er schon mal da ist. Kaufen beim Bauern ordentlich Saatgut ein. Bestätigen. So. Ich habe wahrscheinlich auch kein bisschen Feuerholz mehr herumliegen, nicht wahr? Nee, nicht genug jedenfalls für in den vollen Bereich. Um nochmal auf 10 zu kommen. Eisenbarren. 4 Stück können nochmal weg. Jawohl. Also tatsächlich bei Eisen ist erstmal ausgesorgt. Dann kommst du dahin. Okay, die Bücher. Wenn ich den Durchgang irgendwann fertig habe, macht es natürlich auch Sinn, Bücher und dergleichen wohl hier unten zu lagern. Auch den Glauben legen wir jetzt erstmal in die Truhe, zusammen mit dem Schlüssel und dem Gebet. Das hole ich dann an dem nötigen Tag heraus. Die Holzmarkierung könnte ich natürlich woanders lagern, aber... Hier sind noch komplexe Eisenstücke, genau, die habe ich beim Zerlegen erhalten von den Schränken hier unten. Oh, wie, Moment. Arbeitszimmer. Warum steht hier eigentlich Arbeitszimmer? Weil ich da noch Verfügbarkeit hätte für etwas weiteres? Aber ich weiß da auch gerne, wo es sich befindet. So, den Energietrank können wir ruhig mitnehmen. Die Bestattungsurkunde veräußere ich. Jetzt werde ich noch einmal meine Werkzeuge. Was habe ich eigentlich hier hingelegt? Habe ich hier irgendwas hingelegt? Nein. So. Meine Werkzeuge einmal schleifen. Ich muss wirklich schauen, dass ich in der Lage bin, meine eigenen Schleifsteine herzustellen.
oder irgendwie ein wenig mehr Geld zu machen als bisher. Sonst wird mir dieser Schleifstein, naja, der wird mich zumindest eine ganze Menge kosten. Und während ich hier meinen Spaziergang durch den feuchten Nebel mache und sich meine Kehle nicht wirklich freut, erinnere ich mich daran, dass ich eigentlich den Geheimgang benutzen wollte. Ah, ein Gedächtnis wie ein Sieb. Aber wenn ich mir Gary so angucke, gehört Vergessen wohl auch hier zu dem Ort und zur Kultur. So. Fällt mir denn auch an diesen Leuten irgendetwas auf? Nein. Außer, dass sie wie immer wahrscheinlich unglaublich stark sind und mich ohne weiteres, yep, durch die Gegend schieben. Okay, erst einmal die Urkunde veräußern, vielleicht nochmal gucken. An ihm fällt mir leider auch nichts auf. Er hat immer nur Pech und immer nur Pech. So, Bestattungsurkunde verkaufen. Na, willst du nicht mit mir reden? Schade. So. Du redest lieber mit meinem Ehemann. Er hat hier das Sagen. Ja. Du hast das Rezepte für mich, ne? Konditorei. Konditorei. Das sollen wahrscheinlich dann Kuchenrezepte allgemein sein. Da habe ich schon ein bisschen was von Digo gelernt und hier oben darf ich immer noch nicht hin, nicht wahr? Genau. Oh, wobei 30 echt nicht viel ist. Gehe ich eigentlich recht in der Annahme? Ja, diese Türen sind für mich verschlossen. Dabei bin ich doch einfach nur so neugierig. Oh, warte mal. Habe ich eigentlich schon mal mit dir gesprochen? Ah, ich habe es vielleicht schon mal versucht. Aber du siehst aus wie ein Abenteurer und da lehnt auch ein Schwert. Er ist der schweigsame Mann in der Kutte, am Fackelschein, in der Ecke in der Taverne. Aber er hat leider keinen Auftrag für mich. Von daher beglücke er sich selbst. So. Gut. Es ist auch demnächst schon wieder Abend. Also schicke ich mich an, noch einmal schnell den Bauern zu finden. Da unten wäre er. Ich bin natürlich auf den Lehmhügel gestiegen hier. So, nun aber hurtig. Das ist wirklich der einzige Weg hier gen Süden. So, hallo. Dein Vater immer noch streng und eingebildet. Also. Rübensamen. Es wäre natürlich noch schöner, wenn ich Dünger hätte. Oh, er hat auch nur 8, aber ich nehme alle. Daran hatte ich ja gar nicht gedacht. Ah, ne, hier davon wesentlich mehr. 12, ich brauche immer. Dann nehme ich mal 22. 22 Stück mit. Kostet mich schon 4. Karotten. Nochmal 12. Weizen. Oha. Ja, vielleicht nochmal 8. Okay, das machen wir so. Und damit treibe ich mich selbst in den Ruin. Das ganze schöne gesparte Geld. Noch viel schlimmer ist, dass ja niemand. Ich habe den Bauern natürlich noch nicht probiert, mein Gemüse zu verkaufen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendein Interesse daran hätte. Ganz abgesehen davon, dass er unsere Arbeit wahrscheinlich für dilettantisch hält. So. Dann, getreu dem Motto, wir ernten, was wir sehen. Oh, nochmal gucken. Rüben habe ich mir geholt. Aber 3 und 8 ergänzt sich nicht zu irgendwas Neuem. Weizensamen
Karottensamen, das geht. Kohlsamen, das. Nee, das bringt's nicht, aber das macht nichts. Gut, andere Samen habe ich nicht. Oh, doch. Nein, Karotten sind das. Dann rauf damit aufs Feld. Für einen kurzen Moment sah der Barren im Fackelschein aus so gülden. Da hatte ich schon kurz Hoffnung. So, Rübe. Noch eine Rübe. Genau, mit einem Platz dazwischen. Aber gut, Perfektionismus ist zum Glück nicht meine Krankheit. Das kann hier wachsen wie Kraut und Rüben. So. Bisschen Weizen hier, Karotte da. Wir haben noch Kohl, wir haben noch jede Menge Kohl. Die Ära Kohl ist noch nicht vorbei. Zumindest hier nicht. Ein Beet mit Stäben. So. Wahrscheinlich habe ich dann einfach nur einen höheren Ertrag. Aber wer nicht probiert. Das kann ich natürlich auch schnell hier. Ich muss auch kurz in den Keller gehen zum Lachen. Nein, um Stöcker zu holen. So, mitkommen. Obwohl ich brauche 5. Dann kann auch gleich 3 hier bleiben. So. Pflanz die. Und zwar gleich hier drüben ist das Stabbeet. Und da unten gibt es nochmal 2 normale. So, wo muss der ganze Kohl hier auch hin? Aber erstmal dich. Hier kann ich auch von den Pflanzen gar nichts einsäen. Das wundert mich nicht sonderlich. Für Stab brauche ich dann wahrscheinlich irgendwelches rankendes Gemüse. In meiner nicht vorhandenen Kenntnis fallen mir da Tomaten ein. Und ich glaube noch Bohnen. So, das war ein erfolgreicher Tag. Einmal erstmal ins Bettchen. Und im Regen. Gut für unsere Aussaat. Dann graben wir uns jetzt hier mal mit Erde um uns. Aber es ist ein schöner Ausgleich zur Friedhofsarbeit. Wir brauchen die Handelslizenz. Die ist natürlich unglaublich kostenintensiv. Und so wie ich jetzt mein Geld erstmal herausgeworfen habe, auch erstmal nicht daran zu denken. Ich könnte natürlich mein Gemüse selber irgendwie verkochen. Und daraus andere Gerichte herstellen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit? Ah, ja, da wollte ich es haben. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, um dann doch noch einen Ertrag zu erwirtschaften. So, aber auch das Anpflanzen hat mich ein bisschen mehr über Botanik gelehrt. Genügend, dass mir die Inspiration kam, wie ich meine eigene Imkerei betreiben kann. So, Imkerei. Aber so, ein Steinvorrat. Ein Steinschneider kann ich bauen. Den brauche ich wahrscheinlich dann für die anderen Verzierungen. Ich kann meinen Hof vergrößern. Schön, schön, schön. Habe ich. Oh, Moment, Steinvorrat. Hatte ich nicht tatsächlich irgendwo. Oder habe ich da schon Sachen gelagert? Nein.
Geht es dabei um große Steine oder auch um die kleinen Steine? Hier sind nochmal Eisenbarren, dann kommen die Eisenbarren da nochmal dazu. Kohlsamen können nach oben. Ich hätte fast schon meine erste Predigt vergessen, also meine erste Predigt vor Volk. Ha, gleich schon am morgigen Tage. Gut, gut, gut. Oh, das ist der morgige Tag. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wann denn der Tageswechsel anfängt. Ob das mit Tagesanbruch ist oder nach Mitternacht. Habe ich hier jemanden vergessen? Ja, habe ich. Oh Gott, wer warst du denn? Warst du Ludolf? Oha. Oh mein Gott. Oh, den habe ich aber zerschunden. Gary, verdammt, hilf mir. Also, ui, der kommt garantiert nicht mit drei, mit vier Totenköpfen. Mit dem hochwertigen Gipfelkreuz, ich weiß nicht, ob ich eine hochwertige Umrandung herstellen konnte, ich glaube schon, kann ich ihn vielleicht gerade so begraben, ohne dass er mir den Friedhof hinunterzieht. Kann ich einfach Leute verbrennen oder brauche ich dafür wirklich eine Urnenhalle? Ich meine, es gab natürlich auch schon... Ich möchte aber nicht so viele Leute im Fluss versenken, der in die Stadt fließt. Wo sich momentan eh alle Leichen verstopfen. Ah, okay, heute ist der Müßigtag. Das ist mir auch durchaus recht... Hier noch einmal lang wandeln, aber ich bin der Meinung, ich habe eigentlich schon alles entdeckt. Ich könnte mir noch mal anschauen. Oh ja, ich könnte auf jeden Fall noch mal bei meinem Platz für Bienen vorbei. Den Weg hier könnte ich mir auch durchaus frei machen. Ich hätte dafür alle Materialien. 10 Keile, 2 geschliffene Balken und 4 Scharniere. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? So, jetzt bin ich hier. Haha, und das war sogar der, wo ich angefangen habe. Den nehme ich noch mit. Dankeschön. So. Ich bin schon wieder völlig im Tatendrang und ich würde sagen, an dieser Stelle mal ein kurzes Päuschen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.